herzlich willkommen auf meinem Kanal Claudias Beauty Box. Genau. Ich habe meinen Namen etwas verändert, weil ich gedacht habe, ich erzähle hier eigentlich recht wenig über mein Leben. Und da kann ich mich auch auf das fokussieren, was ich eben gerne mit euch mache. Und das ist nun mal Beauty. Heute ist Donnerstag, 19 Uhr und es ist wieder Palettenpartyzeit mit der lieben Lola, Miss Pink Panther und ja, mit mir. Ich musste leider die zwei Halloween-Looks, die ich eigentlich noch mit euch machen wollte, die musste ich leider ausfallen lassen, weil es ist sehr, sehr viel passiert in meinem Leben. Und ja, deswegen, ich konnte es nicht. Ich konnte mich einfach nicht dazu aufrappeln lassen. Ich konnte mich nicht dazu aufrappeln, dass ich solche aufwendigen Looks hatte. Ich hatte schöne Sachen geplant, aber naja. Heute werden wir uns darauf mal besinnen, was wir so gerne machen. Und ich hatte ja der Lola immer von Natasha Denona vorgeschwärmt. Und sie hat sich jetzt eine Palette besorgt und die möchte sie jetzt gerne fürs erste Mal ausprobieren. Und ich zeige euch einfach mal, wie es so aussieht, wenn eine Palette schon etwas länger benutzt wird. Ne? Die ist schon etwas länger. Es ist die Pastellpalette geworden. Ich bin gespannt, was die Lola damit ja, zaubern wird und ich zeige euch, was ich gerne damit mache. Und wenn jetzt viele sagen so, es ist doch Herbst, keine Pastellpalette, die ist für Frühling. Quatsch. Ne? Also, wenn ich mir manche bunten Paletten ansehe, die jetzt gerade rauskommen von, ich glaube, es ist Catrice oder Rival Loves, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall die mit dem Nussknacker, die ist sowas von bunt und auch, ja, ich liebe bunt und das werde ich euch jetzt zeigen. Genau. So, ich komme von der Arbeit, deswegen habe ich noch ein paar Restmascara drauf. Ja, lasse ich jetzt einfach mal so drauf. Ich werde jetzt erst einmal mein Auge vorbereiten. Ich habe nämlich von Natasha Denona auch einen Eyeshadow Primer besorgt, also eine Base. Und die werde ich jetzt erst einmal auf mein Auge machen. So, 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 so. Und dann schauen wir mal. Dann nehme ich mir einen festgebundenen Pinsel. Na, ist einer von. Ja, komm. Ich trage mir das aufs Auge auf, auch ein bisschen höher, weil bei Natasha brauche ich immer Platz. Ich glaube, bisschen mehr auf, weil ich eigentlich mal gespannt bin. Ich trage ja sehr selten Eyeshadow Base drauf auf, deswegen bin ich mal gespannt, wie die Palette jetzt anders ist, wenn ich die mal mit Primer auftrage. Ich bin echt wirklich gespannt. So. Das lassen wir jetzt ein kleines bisschen antrocknen. Okay. Fürs Gesicht habe ich mir diese Palette ausgesucht, die Love Glow Cheek Palette von Natasha Denona. Ich werde dann diesen schönen Rouge-Ton benutzen und ich werde auch diesen goldenen Highlighter benutzen. Den finde ich nämlich sehr, sehr schön. Und jetzt schauen wir mal. Ich nehme einen festen, rundgebundenen Pinsel, das ist mein Lieblingspinsel. Und da trage ich als allererstes mal diesen Ton auf. Der heißt Feather und ist so ein ganz helles Altrosa. Oh, wie schön.
Ach ja, ich habe diese Palette, ich weiß nicht, wann ist die rausgekommen, vor 2 Jahren? Ich glaube ja. Und ich trage die jetzt nicht regelmäßig, ne? Also dafür habe ich zu viele. Aber ich muss wirklich sagen, die ist, trotzdem sie 2 Jahre alt ist die immer noch da. Die ist nicht ausgetrocknet, die ist nicht irgendwie, ja, merkwürdig geworden. Sehr, sehr schön. Und ihr seht, ich habe die schon oft benutzt, aber man sieht immer noch nichts. Die ist so schön festgepresst, super gut. So, an den äußeren Corner werde ich mir Bora setzen. Das ist dieser lila Ton. Den finde ich sehr, sehr schön. Und den tupfe ich mir hinten auf. Ach, den liebe ich auch sehr. Okay, man kann den so schön verblenden, wie man sieht. Ja, wunderbar. Okay, ja. Ach, falls ihr das Heulen im Hintergrund hört, hier ist ein Sturm, das ist unfassbar, wirklich. Aber naja, auch hier schön auftragen, schön verblenden in kleinen kreisenden Bewegungen. Und dann hat man auch schon die Base. Finde ich richtig schön. Ja, das mache ich gleich anders. So, ich werde diesen Ton und diesen Ton hier auftragen. Dafür nehme ich allerdings den Finger. Ich liebe es. Den trage ich mir mehr so hier in der Mitte auf. Guck mal, wie süß der ist. Er ist so schön. Seht ihr das? Der ist auch so ein bisschen Duochrom. Man sieht es sogar, ne? Dass der etwas bläulich und lila schimmert. Ich liebe ihn. Und dann nehme ich noch den Ton, diesen hier. Der heißt Daintree. Ich kann mir den Namen nicht merken. So, und den trage ich mir hier hinten auf. Sehr, sehr schön. So, und jetzt frage ich euch, muss man sich wirklich so einschränken, dass man sagt, nein, das ist eine Frühlingspalette? Nein. Definitiv nein. Diese Palette ist so schön. Schaut euch das an. Die ist einfach immer direkt da. Das ist. Und ich habe mir wirklich vorgenommen, erstens habe ich mir vorgenommen, in diesem Monat eigentlich nichts mehr zu kaufen. Also einen No-Buy-Vember. Und ansonsten werde ich wirklich mich von diesen preiswerten LEs ein wenig zurückhalten, weil es gibt so tolle Sachen und ich bin einfach im Moment auch eine sehr verwöhnte Maus, ne? Also, ihr werdet jetzt auch immer neue Sachen bei mir sehen. Ich nehme einen flachgebundenen Pinsel und gehe mal unters Auge. Es ist wieder der Ton Bora. So schön. Und ich gehe in den Ton Duett noch einmal rein und trage mir den hier vorne auf. So schön. Okay. So, in den Inner Corner werde ich diesen unheimlich tollen Ton Illusion nehmen. Der ist schon ein bisschen gut benutzt, aber der ist einfach wunderschön, wie ihr seht. Den trage ich mir auch etwas mehr nach oben und etwas mehr nach unten. Ist das nicht schön? Ach ja.
Ich werde mich jetzt auch von einigen Sachen trennen. Es gibt einfach, also diese preiswerten Paletten. Ne? Ich habe ja viele gekauft, einfach um sie euch zu zeigen und so. Und wie gesagt, ich komme da nichts für. Ne? Und deswegen gebe ich nur Geld aus und habe einfach mehr, immer mehr ausgegeben. Und die habe ich dann einmal gezeigt, die habe ich einmal benutzt und habe die nie wieder benutzt, weil ich habe keine Zeit, um mich minutenlang zu schminken und dann kein gutes Ergebnis zu haben. Das habe ich draufgetragen und gut ist, ne? Ich werde mir jetzt noch etwas neuen Lidschatten Mascara auftragen. Das ist die Total Temptation Mascara Waterproof. Die war in einem Geschenkset von Maybelline. Die ist ein bisschen trocken, habe ich das Gefühl. Ich mag ja auch diese Bürstchen eigentlich nicht, aber die hat schon Wumms. Man soll das ja eigentlich nicht tun, ne? Auf trockene Mascara dann nach Stunden noch mal was Neues aufzutragen, aber ja, mein Gott. Sehr schön. Und sie macht ein bisschen Spinnenbeine, ne? Also ich bin, das ist nicht die Falsies, die ich sonst so liebe. Ja, ganz hübsch. Gefällt mir. Okay, also die wird auch nicht so lange gut sein wie die Falsies, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. So, das lassen wir jetzt mal trocknen, ein bisschen. Dann nehme ich meine Glow-Palette von Natasha. Ich nehme wo ist denn mein Rouge-Pinsel? Der ist in der Wäsche. Oh, nein. Ach, dann nehme ich hier so einen einfach. Man kann ja alles benutzen, ne? Also ich trage hier diesen wunderschönen. Wieso sehen Sie nichts? Oh, der ist ein bisschen eingetrocknet, sehe ich gerade. Okay. Okay. Ein bisschen. Okay, der ist nicht mehr so schön. Interessant, aber den habe ich auch schon länger. Den habe ich echt lange schon. Okay. Ne, der glitzert nur, der macht nichts. Okay, Moment. Machen wir was anderes. Okay, was habe ich denn hier? Ich habe hier meine Hourglass. Die ist immer da. So, ich nehme hier den etwas lilanen Ton. Ja. Der Pinsel ist nicht optimal. Ich nehme einen, den benutze ich öfters. Ich nehme mal den hier. Ja, der ist besser. Jawohl. Ein bisschen Kontur. Und ein bisschen Highlight.
Ach, diese Palette, die hat mich 100 € gekostet, aber sie ist für mich jeden Cent wert. Sie ist einfach nur schön. Glitzernäschen. Okay, ich kann das hier mal ein bisschen aufs Lippenherz machen. Wunderschön. Und jetzt ziehe ich mal meine Brille an gerade. Ich habe hier von MAC mir einen Lippenstift ausgesucht. Oh, der. Okay, ein bisschen overhighlighted. Das ist die Farbe. Ich fand, die ist einfach Knaller, oder? Okay. Ich habe es ein bisschen übertrieben mit dem Highlighter. Aber so. Wie gefällt es euch? Ich finde, das ist absolut schön. Ich zeige es euch mal so. Mir gefällt's. Ich finde es sehr, sehr schön. Ja, ich habe einen falschen Pulli an dazu, aber ja, eine sehr schöne Palette. Auch nach, ich glaube, also 2 Jahre ist die bestimmt alt. Und ich habe die schon öfters benutzt und man sieht es aber nicht. Man sieht es nur bei diesem einen Ton eigentlich so richtig. Hier, ja, den haben und den habe ich auch ganz oft benutzt und den auch. Und ja, okay. Vielleicht dann doch. Okay. Das Einzige, was ich eigentlich, glaube ich, noch nie benutzt habe, ist Starlet. Den muss ich mal gerade swatchen. Okay. Oh, der ist aber auch geil. Okay, ja gut, vielleicht kommt der das nächste Mal dran, ne? Also ich weiß nicht, ich glaube, ich könnte mal ausprobieren, wie viele Looks ich aus dieser Palette raushole. Okay, ihr Lieben. So, nicht runterfallen. Ihr Lieben, das war die Palettenparty von dieser Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nächste Woche machen wir, glaube ich, das Full Face vom Action Adventskalender. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und dann geht es auch schon langsam in die Weihnachtszeit, ne? Da bin ich mal echt gespannt, was wir uns da für schöne Sachen überlegen. Ihr Lieben, ihr habt jetzt noch 2 Aufgaben. Ihr wisst es. Ihr sollt bitte gebt diesem Video ein Däumchen nach oben. Da würde ich mich total drüber freuen. Und ich freue mich auch über jedes Abo, das ihr bei mir abschließt. Denn dann werdet ihr auch, ihr habt ja was davon, ihr werdet jedes Mal erinnert, wenn ich ein neues Video hochlade. Und die 2. Aufgabe ist natürlich, wir gehen jetzt ganz schnell zur lieben Lola rüber auf dem Kanal Miss Pink Panther. Und ja, schauen wir uns mal an, was sie als Neuling mit dieser traumhaften Palette gezaubert hat. Ihr Lieben, passt bitte auf euch auf. Bleibt oder werdet bitte gesund. Das ist das Allerwichtigste. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal. Eure Claudi. Mua.